So, hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei Heavy Rain. Geht direkt weiter mit Madison, die hier den bewusstlosen Evan in seinem Zimmer findet. Keine Zeit für lange Ansagen. Letzte Folge haben wir ja mit Evan das Level gemeistert. Aber natürlich ist Evan jetzt, wie man sieht, sehr, sehr schwer verletzt. Und ist bewusstlos in seinem Hotelzimmer zusammengebrochen. Wird zum Glück durch uns und Madison gefunden. Und wir werden ihm jetzt, erstmal helfen. Madison und Ethan sind ja bisher auch so die einzigen Charaktere wirklich, die zusammen agieren. Also die zusammen in diesem Kosmos zusammengefunden haben. Ich meine, gut, wir haben ganz kurz haben wir einmal schon mit dem FBI-Agent auch gesprochen, aber das war ja mehr oder weniger so Geplänkel. Aber hier die beiden, die sind ja wirklich... Ja, ist ja jetzt auch gut. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Ja, ja. Jetzt sollten wir den in eine bewusstlose Seitenlage legen. In die stabile Seitenlage. Oder ein bisschen aus seiner Brust herumdrücken. Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Sie haben sehr hohes Fieber. Da gibt es ja zum Glück Tabletten in dieser Apotheke. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Ja, stimmt. Sieht gar nicht gut. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Mann, du. Ei. Das sieht alles gar nicht gut aus. Gut, wir holen mal das Desinfektionsmittel und, diese Tabletten gegen Fieber, die waren da ja, glaube ich, auch in dem Bums, ne? Ja, alles rauskommen. Die ganze Apparatur. Ich habe gerade gesehen, wir konnten sogar den Karton angucken. Ich hoffe, wir können das gleich immer noch. Wäre halt blöd, wenn die Chance jetzt vertan wäre. Ethan, du musst dich beruhigen. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Also, als erstes werden wir mal hier... Wobei, nee, erst desinfizieren. Ich kann noch keinen Verband drauf machen. Nee. Erst die Wunden behandeln. Ja. Aber erstmal geben wir dem was gegen Fieber und Schmerzen und so weiter. So, als erstes mal Schlaftabletten. Damit der halt! Schlaftabletten in dem Zustand? Keine okay. gute Idee. Okay, sorry. Ich dachte, damit der ein bisschen ruhiger ist. Dann nehmen wir Antibiotika. Ist immer gut. Ja, komm. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen Schmerztabletten hinterher und gegen Fieber. Und dann ist der Patient hier, denke ich, sehr, sehr gut behandelt worden. Schmerzmittel. Ja, auch gut. Auch sehr liebevoll, wie sie das macht. Also, wie wir das machen natürlich. Was haben wir jetzt gerade genommen? Schmerzmittel, ne? Achso. So, dann peppeln wir den Ethan mal ein bisschen auf. So. Dann desinfizieren wir die ganze Geschichte. Nichts für Brandwunden. Das ist ein Desinfektionsmittel. Oh, ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre auch von den Scherben. Okay. Sorry, Evan. Auch ein heftiger Arzt-Simulator hier irgendwie, ne?
Also dann lernen wir nochmal richtig Erste Hilfe so. Ich habe alles desinfiziert. Sehr gut. Ausgezeichnet, Madison. Dann machen wir jetzt die Brandsalbe, die Brust. Ja, war halt auch dumm, dass wir diesen einen blöden... Oh. Sorry, wie blöd. Ich habe Brandsalbe auf die Schnitte getan. Ja, das war ich. Aber auch aus Versehen. Also, ich habe die Mausbewegung falsch ausgeführt. Das hier sollte helfen. Da kann man mal sehen, wie fatal das sein kann, wenn demnächst ärztliche Behandlungen durch Computersysteme unterstützt werden sollten. Dann machst du einmal eine falsche Mausbewegung und dann ist direkt Brandsalbe auf den Schnittwunden. Also, stellt euch das mal vor. So gut das alles auch sein mag. Ach Gott. Ach Gott. Ja, so gut das alles auch sein mag hier mit diesen ganzen Digitalisierung auch im Gesundheitswesen. Aber da macht er einmal eine falsche Mausbewegung oder drückt die falsche Taste und dann ist alles im Argen, ne? Gut. Even, jetzt bist du erstmal ein bisschen... Jetzt bist du erstmal ein bisschen versorgt, so. So. Ach, jetzt muss ich schon wieder so Kreise bewegen, Alter. Alter, das ist wirklich, als ob man hier irgendwie so Motorikübungen machen muss. Wenn ihr wüsstet, wie dumm das aussieht. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Ethan? Ethan. Er ist bewusstlos. Ach, scheiße. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Ja. Aber wir haben die Chance, diese Kiste zu durchsuchen und auf die Spur zu kommen, weswegen Ethan dauerhaft so schwer verletzt ist. Ja, nicht da dämlich an den Stuhl lehnen. Wir wollen in die Kiste gucken. Ach, Madison! Ach, das ist ja jetzt blöd. Ja, bis hätten wir doch mal in die blöde Kiste geguckt, bevor wir in den Apothekerschrank gegangen sind. Chance vertan, Freunde und Freundinnen, tut mir leid. So. Aber vielleicht hätten wir damit auch das Vertrauen missbraucht. Wie geht es Ihnen? Und hätten überhaupt nicht mehr die Chance gehabt, hier weiter, ne? Also, man muss ja auch das Positive in der Situation sehen. Ging schon besser. War ich lange weg? Ja. Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Kann man verstehen, irgendwie. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Sie führen ein gefährliches Leben. Nicht aus freien Stücken. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ja. Ich gehe dann. Zum Danken Korb kassiert, schade.
Hätten wir mal in die Kiste geguckt mit ihr, sowas Dummes. Dann könnten wir ihnen jetzt sagen, so, hey, wir wissen, worum es geht, wir helfen dir. Dies und das, wir haben schon 300 Einbrecher in unserer Wohnung eliminiert. Ja. Aber nein, wir haben natürlich nicht in die Kiste geguckt. Aber egal, jetzt sind wir mit Ethan dran und holen uns die dritte Figur, die Eidechse. Nummer 3. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Marble Street. Oh Gott, jetzt werden wir jemanden töten müssen. Oh, hätten wir Madison mal doch mitgenommen, wa? Dann hätten wir Madison da opfern können. Oh, was geht denn jetzt ab? Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Scheiße. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit. Oh, Telefon. Hallo? Ash? Okay. Scheiße. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Oh. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es... ergab alles oh keinen Gott. Sinn. Ist Ethan der Origami-Killer? Da war. Spielen wir den Killer? Und haben unseren eigenen Sohn entführt? Etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht. Von einem Opfer. Des Origami-Killers. Das wird doch irgendwie... Finden ja, Sie doch, schon? Vielleicht ist er schizophren, ne? Ich bitte Sie. Oder wie auch immer, also ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff wäre, aber es könnte natürlich sein, dass er 2 Persönlichkeiten sozusagen hat. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie? Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Gut, vielleicht schaffen wir es diesmal, ein Gespräch zu führen, ohne... Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Ach, nö. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Wir haben nicht unendlich Zeit hier, Sean Mars' Leben hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Leg das Telefon auf, Junge! Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Richtig. Sie sind Lassen zur Sie Aussage mich. Verpflichtet. Sie haben dazu kein Recht. Junge, wir haben Waffen. Jawoll! Irgendwie artet das bei den beiden immer in Gewalt aus, ne? Wollen Sie es leicht? Den einen haben wir erschossen, den anderen haben wir in der Schlachterei verprügelt. Jetzt verhauen wir hier den Psychiater. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Ja, das wollte ich nicht. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie den Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort!
Ich wollte eigentlich den... Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Ah, krass. Er fühlt sich verantwortlich. Aber es funktioniert. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Oh Gott, Ethan Mars ist wirklich der Origami-Killer, Freunde und Freundinnen. Und der begibt sich auf eine letzte Reise, sozusagen, mit seinem eigenen... Scheiße. Oder aber er wurde manipuliert. Vielleicht ist seine Frau der Origami-Killer. In dem Fall die Origami-Killerin. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Krass. Und er kompensiert den Verlust seines Sohnes, indem er andere Kinder, Aber jetzt sein eigener Sohn, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber ich weiß nicht. Jetzt sind wir vor allen Dingen wieder bei ihm, der auf einer völlig anderen Spur ist. Und das macht ja irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Ah, sowas mag ich, Shooting Ranges. Wo man einfach, ja, die Bälle drischt. Das wird Mr. Kramer sein, nehme ich an. Wir sind Shelby Scott und können uns nicht bewegen, doch können wir. So, Mr. Kramer, jetzt mal hier, ne? Nicht schlecht. Tacheles. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Nee. Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Ja, krass. Dann spielen wir jetzt hier ein paar Bälle, wa? Bälle sind im Koch. Na gut, aber das ist ja in dem Sinne, also man spielt ja hier sowas, Driving Range, Shooting Range meine ich. Ne, Driving Range, ne? Spielt man, wie der Name schon sagt, ja klassischerweise mit einem Driver, also mit dem Schläger, den der Herr da hat, also wo hinten diese dicke Keule dran ist. Das weil Wichtigste hier ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Da sieht er ja den Unterschied. Der hat ja so einen Schläger mit so einem richtig dicken Kolben hinten dran. Das ist ein sogenannter Driver, glaube ich. Ah, ist ja egal. Wir spielen jetzt hier mit klassischen Eisen, mit dem man eigentlich nicht so weite Abschläge machen kann. Aber gut, ist egal. Vielleicht erkläre ich dir gerade auch billigen Schwachsinn. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Da seht ihr, der hat mal nicht hinten so einen dicken... Da kann man wirklich wesentlich besser schwungeln. Die sind auch ganz leicht. Und mit dem kann man so wirklich klasse Abschläge schlagen. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Na, das glaube ich mittlerweile fast schon nicht mehr. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das steuern. Ah. Also ob wir tatsächlich hier die Möglichkeit haben, das überhaupt zu beeinflussen. Ach so. Ich muss das gedrückt halten, verstehe. Ah, guck mal an, das können wir mal nicht wirklich. Wir können also, wenn wir rechte Maustaste drücken, erst wenn er richtig schön... Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Boah. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle.
Ja, Mr. Kramer. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Ah, Geld ist nochmal gut. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? $1 Milliarde. Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Ach, jetzt auch noch drohen, oder was? Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Tschüss, Mr. Kramer. Ja, da war es gar nicht so sauer zu sein. Gut, jetzt sind wir wieder bei Ethan, von dem wir ja vermuten, dass er der Origami-Killer sein könnte. Vielleicht wird uns das Spiel aber auch nur auf eine falsche Fährte locken, ich weiß es nicht. Ich meine, vieles deutet schon darauf hin, ne? So, ich drücke hier wie ein dummer D. Aber das Symbol verschwindet einfach nicht. Donnerstag, 7.47 Uhr, 77,72 Millimeter Niederschlagsmenge. Aber ich würde sagen, Freunde und Freundinnen, an dieser Stelle beenden wir erstmal die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der spannenden Frage, ist Ethan Mars wirklich der Origami-Killer, für den ihn alle halten? In dem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!